1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, einen mehr. Einen mehr. So. Und gerade so jetzt, wie gesagt, ich gehe in Richtung 1000. Schaue ich mir natürlich auch mal so meine alten Werke an, um mich vielleicht auch mal selber so ein bisschen zu rezitieren. Und um selber mal zu gucken, was haben wir früher gemacht und so. Beziehungsweise, was habe ich hier früher so veranstaltet. Und so ein Scheiß. Und naja, treibt einen halt schon so bei einigen Dingen die Backen nach oben, die Mundwinkel nach oben. So möchte ich mal sagen. Denn so einige Aussagen, die ich getätigt habe, waren schon ganz geil. Besonders, wenn ich mich dann 30 Sekunden später gleich widerspreche. Sehr gelungen, sehr geil. Also wir bauen jetzt dies und das und dann, nee, machen wir doch anders und dann machen wir doch anders und dann, ach komm, wir machen heute mal was ganz anderes. Ich meine, das Let's Player-Leben ist nicht einfach. Es ist einfach nicht einfach. Es ist einfach nicht einfach, ja, natürlich. Ja, das sieht man zum Beispiel, denke ich mal, bei mir. Naja, ihr könnt es nicht sehen, aber ich sehe es ja. Bei Hearthstone. Wenn ich jetzt alleine zu Hause rumsitze und eine Runde Hearthstone spiele, dann kann ich gewertet spielen und ja, läuft. Ne? Hau meinen Gegner kaputt, alles klar, ole ole. Dann mache ich eine Aufnahme oder mache einen Livestream oder sonstiges und muss das Ganze kommentieren. Ist die Konzentration natürlich bei null, weil ich mich dann natürlich auf das Kommentieren mehr konzentrieren muss. Und ich hau da Fehler rein, ey, das ist nicht mehr feierlich. Also man muss schon ein multitaskingfähiges Gehirn haben. Gerade für so einen Let's Play-Job. Für Flaschenpfand und so. Naja, gut. Rentiert sich halt schon irgendwo. Irgendwo auch nicht. Und ich glaube, ich hatte das mal angesprochen. Ich glaube, ja, im Hearthstone-Let's Play. Wegen dem Spende-Button und so weiter. Und ich glaube, ich hatte auch bei Hearthstone oder im Livestream. Ich weiß nicht genau. Ich habe mich mal ein bisschen informiert, was so überbleibt, wenn man 1 Euro spendet. Irgendwas bei 44 Cent. Bin halt echt im Moment am Überlegen. Nicht, weil ich es brauche. Also, ja. Ich bin am Überlegen, einen Spende-Button einzufügen. Das hatte ich ja auch schon mehrfach mal gesagt. Das hatte ich auch in diesem Let's Play schon mal gesagt, meine ich, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht 100%. Warum? Die große Frage ist natürlich, warum möchte der Trivolo auf einmal einen Spende-Button einfügen? Er hat immer gesagt, einen Spende-Button gibt es nicht. Weil bin ich nicht drauf angewiesen. So Leute, es ist nach wie vor so, ich bin nicht drauf angewiesen. Überhaupt nicht. Aber es hat jetzt in der frühesten Vergangenheit Anschreiben an mich gegeben, dass Spieler mir gerne, was war das? 5 Euro oder was für ein neues Hearthstone-Deck oder. Also es gab jetzt halt Anfragen die letzte Zeit. Es gab Anfragen, dass Leute diesen Spende-Button gesucht haben und mich gerne unterstützen möchten, finanziell. Daraufhin habe ich den Dialog zu den einzelnen Leuten gesucht, denn für mich persönlich ist es irgendwie so, es macht keinen Sinn, weil ich stelle mir die Frage so, warum? Also für mich ist es denn so gewesen, ich habe jetzt ganz schön oft gesagt, also für mich. Habe ich gerade mal so festgestellt. Ich habe die Logik dahinter nicht erkannt, warum jemand mich eigentlich unterstützen möchte. Also ich habe den Dialog dann zu den Leuten gesucht, habe dann mal so gefragt und die haben dann halt gemeint, naja, ein bisschen Zusatzgeld kann auch immer nicht schaden. Habe ich gesagt, ja, ist ja richtig, aber ich sag mal, ich kann leben von dem, was ich habe. Warum spenden? Also, bin halt nicht drauf angewiesen. So sehe ich die Sache. Naja, die Leute wollten auf jeden Fall gerne, mit denen ich denn da eben geschrieben habe. Durch Hearthstone habe ich ja halt auch ein paar neue Abonnenten bekommen, die das scheinbar von anderen Let's Plays gewohnt sind oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Jedenfalls wollen die mich gerne unterstützen. Ich will das eigentlich gar nicht annehmen. Glaube ich, weiß ich nicht. So, und ich habe mir jetzt halt Gedanken gemacht die letzte Zeit. Habe auch mit ein paar Leuten so drüber gesprochen. Die einzigen, mit denen ich so nicht drüber gesprochen habe, sind so meine Vertrauten wie Marcel und auch so Street und so. Weil ich denke mal, zu der Thematik gehen die Meinungen stark auseinander.
Ganz stark. Und ich habe jetzt einfach so für mich überlegt, ich werde wohl so einen Spende-Button einfügen. Ja, das werde ich wohl machen. Und werde dann das Geld wirklich nur nutzen, um irgendwie Hearthstone-Karten zu kaufen oder halt ja, die Hardware ein bisschen zu verbessern oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich sag das jetzt einfach mal so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass da so viel Geld bei drum rumkommt, dass man wirklich sagen kann, so nach einem gewissen Zeitraum, dass man dann sagen kann, so, ich kaufe mir jetzt eine neue Grafikkarte. Sag ich jetzt mal einfach so. Weil ihr wisst, was das kostet, nehme ich an. Ich weiß auf jeden Fall, was es kostet. Ein neuer i7 kostet zum Beispiel so um die 300 bis 400 Euro. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich für meinen ausgegeben habe. Auf jeden Fall eine Menge Geld. Eine Menge Euros. So, das ist halt auch von meiner Seite aus so, wenn ich etwas haben will, dann kann ich gefälligst drauf sparen. Habe ich gerade kein Geld zur Verfügung, weil neues Auto muss her. Ich bin im Moment in einer finanziellen Notsituation. Unvorhergesehene Dinge, bla bla bla. Habe ich kein Geld, kann ich auch nicht sparen. Gut, ist halt so. Ist der ganz normale Gang. Ne? Dann kann ich aber nicht hingehen, nur weil ich in der Situation bin, dass ich Let's Plays mache und sage zu meinen Zuschauern, so Leute, ich bin gerade in der Situation, ich bitte euch, mir was zu spenden. Da fühle ich persönlich mich so, als wenn ich irgendwo in der Fußgängerzone sitze mit so einem Schild in der Hand und ne, alles kacke, alles doof, hab kein Geld, hab keine Arbeit, bin auf hier eine Mark angewiesen. Also so empfinde ich dann. Und deswegen habe ich eigentlich mich auch immer gegen diese Spenden gewehrt. Weil das diesen Eindruck vermittelt. Wenn jetzt allerdings natürlich die Zuschauer auf mich zukommen und zu mir sagen, so Trivolo, ich möchte dich gerne finanziell mit einem Euro unterstützen. Dann sehe ich die Sache irgendwie mittlerweile ein bisschen anders. Anfangs habe ich noch so gedacht, so, ich will es nicht annehmen. So, welche... Ja, warte mal, wie kann man das am besten sagen? Es gab jetzt halt so ein paar Beweggründe, die mich dazu umgestimmt haben, eben dann doch zu sagen, okay, die Leute wollen spenden, dann lasse ich sie jetzt auch spenden. Ein Beweggrund dafür war einfach, wenn ich in meine Statistiken, in meine Kanalstatistiken reinschaue und ich sehe, welches durchschnittliche Alter mein Publikum hat, dann gehe ich davon aus, dass die Leute kein Taschengeld kriegen. Diese Leute verdienen entweder ihr eigenes Geld, kriegen Hartz IV oder was gibt's noch? BAföG, bla 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 bla. Also sie sind soweit geschäftstüchtig, geschäftstätig, wie heißt das? Weiß ich nicht genau. Also, sie sind so weit im Kopf, möchte ich mal sagen, dass sie wissen, ja, ich verdiene im Monat so und so viel Geld. Ich habe jetzt mal 5 Euro über, weil ich habe mal Bock, meinen Let's Player zu unterstützen. Kann ich jetzt mal machen. Also, ich denke mal, dass meine Zuschauer so weit sind. Wie gesagt, vom Kopf her. Achso, den Scheiß wollte ich gleich wie immer löschen. Deswegen habe ich mir einfach überlegt, gut, kann man mal machen. Kann man mal einpflegen, kann man mal ausprobieren. So. Ich will jetzt von keinem, der jetzt irgendwie minderjährig ist oder halt irgendwie, ja, weiß ich nicht. Was ist denn heute normal? Was kriegen Kinder heute an Taschengeld? 50 Euro? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich denke mal einfach so 50, 25 bis 50 Euro im Monat natürlich. Ne? Ich denke mal, das ist normal. Also ich würde jetzt es nicht für gut heißen, wenn mir der 14-Jährige, keine Ahnung, nennen wir ihn einfach Fabian oder Kevin oder weiß ich nicht. Füge Namen hier ein. Also ich würde es nicht gut finden, wenn so jemand, der 25 Euro im Monat bekommt, wenn der jetzt sagt, oh, den Trivolo mag ich, dem möchte ich jetzt einfach, da möchte ich jetzt einfach mal auf den Donation-Button klicken und dem möchte ich jetzt einfach mal von meinen 25 Euro 10 spenden. Das würde ich nicht gut finden, weil
der 13-, 14-Jährige, der soll doch auch sich seine Zigaretten kaufen, hätte ich beinahe gesagt. Nee, keine Ahnung. Soll auf ein Longboard sparen oder was weiß ich. Ne, hier, Longboard. Kennst du Unge? Kennst du nicht? Hast du nichts versäumt? Alter, ey. Ekelhaft. Oh, da hat's mal wieder geknallt. Hab ich schon lange nicht mehr gehabt. Der Karl Otto ist wach. Na, siehste. Na, sowas. Der Karl Otto. Ostfraktion. Ein Teil der Ostfraktion. So, ich habe jetzt auch ein bisschen rumgedruckst mit dem ganzen Erzählen, weil ich jetzt wirklich versucht habe. Oh. Stonebound, Murrayfire, bla bla bla. Weil ich jetzt wirklich versucht habe, so gut es geht, meine Beweggründe zu erklären. Und das so unmissverständlich wie möglich. Irgend möglich. So muss man das eigentlich richtig sagen. Denn das ist wieder so eine Thematik, da kann es schnell zu Missverständnissen kommen. Nur wie gesagt, ich will halt alle Missverständnisse so früh wie möglich beiseite schaffen. Beseitigen, whatever. Weil ist so. Dafür muss ich auch erstmal noch mal ein bisschen sehen hier mit diesen ganzen komischen Seiten und Firmen und was es da nicht alles gibt. Es gibt ja da tatsächlich irgendwelche Seiten für Livestreams und sowas, wo man dann so eine Art Skript bekommt für seinen Kanal. Kann man dann einpflegen und dann ist denn quasi so, dass man sein eigenes PayPal-Konto gar nicht mehr auf dem Kanal hat. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Gut, der muss weg. Na, also sein eigenes PayPal-Konto wird dann, oder das eigene PayPal-Konto wird dann im Prinzip gar nicht verwendet, sondern das ist wie so ein Treuhandkonto oder wie heißt das? Na, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, die nehmen jetzt aber 2%. Oder 2,5, glaube ich sogar. Die nehmen 2,5, dann nimmt nochmal PayPal ein bisschen was. Also, wenn dieser Spende-Button kommt, oder dieses für die Spenden kommt, dann bitte ich euch, Leute, bedenkt dran, oder denkt dran, wow, ich erhalte weniger, als ihr denkt. Ne? Also, 5 Euro, was sind da 2%? Keine Ahnung, hol mal einen Taschenrechner, hab keinen Taschenrechner da, gut, dann halt nicht. Ne, also, so ganz davon bin ich auch noch nicht überzeugt, ne, muss ich auch noch dazu sagen. Ich bin noch nicht so ganz davon überzeugt, dass das eine gute Sache ist. Klingt komisch, ist aber so. Ich weiß, dass andere Let's Player sofort in letzter Zeit zu Spenden aufrufen, unterstützt mich und bla und was da nicht immer alles kommt. Ja, nee, nee.